Hallo, wir sind Johanna und die Esther, beide 14 Jahre alt, und wir sind mit drei weiteren Mädchen die Delegierten von der Fridays for Future Gruppe Hilpoltstein bzw. Rot. Wir machen das jetzt seit einem Jahr und wir freuen uns sehr, dass wir jetzt hier im Namen von Fridays for Future ein Statement abgeben können zum Thema Nachhaltigkeit. Im Bereich Fridays for Future bedeutet Nachhaltigkeit hauptsächlich, die 1,5 Grad eben einzuhalten und eben nicht zu überschreiten. Und dafür braucht man einfach zwingend Nachhaltigkeit. Das ist einfach für die Natur und fürs Klima sehr wichtig. Konkret bedeutet es also für uns, dass man jetzt zum Beispiel nur so viele Bäume fällt, wie die Natur selber wieder neu nachwachsen lassen kann. Oder dass man eben nur so viel klimaschädliche Gase in die Luft stößt, wie die Natur durch Photosynthese selber wieder aufnehmen kann. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum engagieren wir uns überhaupt für Nachhaltigkeit? Also zum einen geht es einfach darum, vorzuleben. Also unseren Kindern und Enkelkindern zu zeigen, wie man so leben kann, wie es irgendwann sein muss. Außerdem wollen wir natürlich durch unser Handeln andere Leute dazu bewegen, ebenfalls möglichst nachhaltig zu leben. Dazu kommt ja auch noch, dass wir den nächsten Generationen eine genauso gute Welt und genauso gute Lebensbedingungen, wie wir sie jetzt haben und wie wir sie jetzt erleben dürfen, schaffen wollen, und dafür können wir einfach nicht anders, als möglichst nachhaltig zu handeln. Der Hauptgrund, warum wir uns aber nachhaltig engagieren, ist ganz banal gesagt, weil wir nicht wollen, dass die Welt untergeht. Denn wie bestimmt einige schon wissen, hat sich die Erdtemperatur bereits um 1 Grad erwärmt. Sobald wir die Erderwärmung von 1,5 Grad überschritten haben, kann der Mensch nicht mehr eingreifen. Heißt, selbst wenn der Mensch dann anfangen würde, Kohlekraftwerke abzuschalten, würde das nichts mehr bringen und der Klimawandel würde immer schneller fortlaufen. Das liegt daran, dass es überall an der Welt sich selbst verstärkende Prozesse gibt. Zum Beispiel reflektiert das Polareis bis jetzt noch relativ gut die Sonnenwärme wieder zurück ins Weltall und wirkt damit dem Klimawandel entgegen. Dadurch, dass das Polareis aber immer weniger wird, kann auch immer mehr Wärme ins Meer gelangen und erwärmt das Wasser weiterhin. Dadurch schmelzen zum Beispiel Permafrostböden. In den Permafrostböden ist das Treibhausgas Methan gebunden, das dann austritt. Dadurch gibt es wieder mehr Treibhausgase in der Atmosphäre, sprich, es wird wieder wärmer. Das hat zum Beispiel auch den Effekt, dass es mehr Waldbrände gibt. Bei denen entsteht ja CO2. Und tada, schon wieder wird quasi von alleine ein Treibhausgas in die Atmosphäre gestoßen. Heißt konkret, wir müssen unbedingt etwas tun, wenn wir nicht wollen, dass die Welt früher oder später untergeht. Wir müssen jetzt so nachhaltig werden, wie wir es noch nie waren. Weihnachten steht direkt vor der Tür und auch hier könnt ihr auf Nachhaltigkeit achten. Schon vor Weihnachten könnt ihr anfangen, das Klima zu schützen. Statt eines normalen Adventskalenders könnt ihr einen mit Bio- oder Fairtrade-Schokolade kaufen oder am besten noch einen selber machen. Auch Kerzen sind in der Weihnachtszeit nicht wegdenkbar. Jedoch bestehen die meisten aus Paraffin oder Palmöl, was nicht ansatzweise gut für die Umwelt ist. Diese könnt ihr ganz leicht durch ökologisch hergestellte Duftkerzen, ätherische Öle, Tannenzapfen, Zimt, getrocknete Orangenschalen oder einem harzigen Kaminfeuer ersetzen. Auch beim Weihnachtsbaum, ein Markenzeichen für Weihnachten und damit ein Muss für die meisten, könnt ihr auf Nachhaltigkeit achten. Dabei habt ihr mehrere Möglichkeiten. Ihr kauft einen mit einem Öko-Label, einen aus der Region, einen fairen oder einen zum Laien, den ihr im Topf kauft und anschließend wieder zurückgebt. Das Weihnachtsessen könnt ihr ganz einfach vegetarisch oder bio kochen. Statt die Geschenke in Massen von Geschenkpapier einzupacken, benutzt doch einfach Zeitungspapier oder Stoffbeutel. Diese sind jährlich wiederverwendbar. Ganz wichtig ist, an Weihnachten unnötigen Konsum zu vermeiden. Es geht nicht um die Geschenke, sondern darum, Zeit miteinander zu verbringen.